Warane sind auch so eine Sache, oder? Und da dachte ich mir, was ist los mit Joghurt, hey? Felix Lobrecht, ne? Der kommt gleich her. Felix hat mir jetzt 5 Minuten Stand-Up-Material geschrieben und ich ihm. Und dann gehen wir heute Abend zu einem Open Mic hier. Und das wird schrecklich. Es wird für alle schrecklich, einfach. Das wird so schlimm. Das ist ein total so netter, bodenständiger Junge. Ja, nett auch. Und bodenständig. Das ist Felix. Felix, der dreht. Das ist eine Einbahnstraße. Hey. Du riechst nach Erfolg. Jetzt sehr. Also, du kommst auf die Bühne und dann sagst du, Leute, mit dem D. Mein Name ist Shahak Shapira. Ich weiß, ich brauche das nicht dazu sagen, weil ich bekannt bin. Bekannt wie ein bunter Hund. Dann würde ich mich freuen, wenn du einmal Wurf machst. Einmal Wurf wie ein Hund? Ja, genau. Damit okay. Die Leute auch verstehen, worum es geht. Okay. Und dann sagst du nochmal, cool. Bunter Hund. Wo kommt eigentlich diese Redewendung her? Bunter Hund. Ist eine Pause? Also ich kenne keinen bunten Hund. So bekannt kann der also nicht sein. Oder? Ich hasse dich. Klar, bunter Hund steht da hinten bei dem roten Waran. Direkt neben dem gelben Waran. Oh. Dann lässt die Leute erstmal auslachen. Felix. Und dann geht's weiter. Felix, was ist ein Waran? Waran ist ein Tier. Okay. Warane sind auch so eine Sache, oder? Ich dachte, Dinos wären ausgestorben. Weil die sehen aus wie Dinos. Okay. Und dann lässt du eine Pause und dann sagst du, ja, danke Merkel, ey. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das Mikro in den Ständer kurz machst und dann nämlich so eine Merkel-Raute machst. Und dann mit so einem ostdeutschen Dialekt nochmal sagst, danke Merkel. Kannst du es nochmal machen, bitte? Nein. Also, Leute, kennt ihr den? Sagt der Badener, ja, ich hätte gerne eine Wurst. Und dann machst du so ein Kinderknall-Action-Geräusch, so Armageddon. Kommt der Schaffner und sagt, ja, ich hätte gerne eine Wurst. Viel Spaß. Ich habe auch was für dich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Klammern sind wichtig. Mein Name ist Felix Lobrecht. Aber meine Freundin nennt mich Felix Lob zu Unrecht. Hier ist wichtig, 11 Sekunden Pause. Ich spiele normalerweise in größeren Locations. Also wesentlich. Und dann geht's weiter. Also das ist schon eine Bombe und dann geht's einfach weiter, nur noch Punchlines. Ich hatte letztens eine Show in einer wesentlich größeren Location, Callback. Und die haben mir Joghurt ins Backstage gebracht. Hey, was geht mit diesem Joghurt? Ich meine, was soll das sein, behinderte Milch? Zieht euch das durch die Kapuze, Leute. Das ist wichtig, ich habe mir ein Catchphrase für dich überlegt. Zieht euch das durch die Kapuze, Leute. Also du kannst es auch nehmen, wenn du das für dein Special... Der ist eingängig. Dann geht's weiter, ne? Weiter killen, weiter tight bleiben. Ich habe mehr Lebensmittelmaterial mitgebracht, damit die Leute wissen, oh, jetzt wird gelollt. Jetzt. Kennt ihr Tomaten? Hey, was ist mit Tomaten los? Oder, Leute? Ich meine, sind sie eine Frucht oder ein Gemüse? Oder sind sie transvestite Lebensmittel? Müssen wir für sie jetzt auch eigene Toiletten bauen, oder was? du fängst an mit, ich habe vorhin einen Papagei angezündet. Und dann machst du einen Act-out von dem Papagei. Sorry, Decker, hast du kurz Feuer? Das ist die Bühne. Gib mir noch mal deinen Papagei so. Ein bisschen so, weißt du, bau das auf. Sorry, Decker, hast du kurz Feuer? Mach noch mal und mit so einem
Dicker, hast du kurz Feuer? 3, 2, 1. Sorry, Dicker, hast du kurz Feuer? Sorry, Dicker, hast du kurz Feuer? Ah! Ja, mach mal einen Switch. Leute, Leute, Leute. Mein Name ist Shachar Shapira, bekannt wie ein bunter Hund. In diesem Sinne, Wuff! 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 Der war so ein Kinder-Action-Geräusch. Boah! Ah, und das ist ein bisschen lauter. Ich kann nicht lauter. Boah! Armageddon. Wie machen wir ein, wer später als erstes auftritt? Yes! Also fange ich an. Oh ja. Das ist der Mad Monkey Room. Das ist mein Wohnzimmer fast. Wir gehen jetzt hier rein und dann testen wir unser Material. Ich bin guter Dinge. Bist du? Hast du geübt? Ich habe viel geübt. Mir ist wieder aufgefallen, dass ich nicht gut im Auswendiglernen bin. Mhm. Aber because I'm a profi. Kannst du also das mit dem Papagei drauf? Ja, ja. Ah, immer. Und dran denken, ne, bei dem zieht euch das durch die Kapuze rein. Einfach das Ziehen. Ja, wie so ein Uppercut. Zeigen. Ja, ein Uppercut gegen die 1%. Ja, gib mir mal einmal deinen Gewinner Wellen. Jo, ich hätte gerne Wurst. Leute, Leute, Leute. Bekannt wie ein bunter Hund. Meinst du, es sind Fans von dir drin? Ich bin nicht angekündigt, hoffentlich. Bitte gebt einen ganz, ganz, ganz fetten Applaus für Felix Lobrecht! Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich trete sonst in größeren Locations auf. In bedeutend größeren Locations. Was ist los mit Joghurt, hey? Also was soll das sein? So behinderte Milch? Leute, zieht euch das mal durch die Kapuze, ey! Ich hab noch mehr Lebensmittelmaterial. Kennt ihr Tomaten? Hey, was ist los mit Tomaten? Also irgendwie so, keiner weiß genau, was es ist. So, ist es Gemüse? Ist es Obst? Ist es irgend so ein komisches Transvestiten-Lebensmittel? So, was kommt als nächstes? Sollen wir denen eigene Toiletten bauen oder was? Mann, 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 ey. Zieht euch das mal durch die Kapuze, Leute. Ganz ehrlich, Veganer essen meinem Essen das Essen weg. Zieht euch das mal durch die Kapuze, Leute. Was ist eigentlich los mit Klingeltönen? Ich habe vorhin einen Papagei angezündet und ist irgendwie eine komische Situation, dafür jemanden nach Feuer zu fragen. So, sorry, Dicker. Hast du ganz kurz Feuer? Sorry, Dicker. Hast du ganz kurz Feuer? Ah! Zieht euch das mal durch die Kapuze, Leute. Dankeschön. Okay, wir holen gleich den nächsten Künstler auf die Bühne. Bitte gebt ein fettes Vollgas für den wunderbaren Shachar Shapira! Leute, Leute, Leute. Mein Name ist Shachar Shapira. Ja, ich weiß, brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich bekannt bin. Bekannt wie ein bunter Hund. In diesem Sinne, uff.
Warane sind auch so eine Sache, oder? Oder, Leute? Warane. Ich dachte, Dinos wären ausgestorben. Danke, Merkel, ey. Gehen. Bader. Ein Badener. Ein Franke. Und ein Kurpfälzer. Zum Metzgerin im Schloss. Sagt der Badener: Jo, ich hätte gerne Wurst. Sagt der Franke: Boah, machst du Dreh? Richtig Armageddon, ey. Ich bin on fire heute, merke ich. Pass auf, eine habe ich noch. Tuch. Tuch. I'm your father. Das war's von mir, vielen Dank. Ja, war ein guter Auftritt, finde ich. Und auch so wieder. Bleibt kleben, ne? Dieses. Zieht euch das durch die Kapuze, Leute. Das ist ein neues Ding, glaube ich. Könnte ein neues Solo-Programm werden. Ach, läuft. Bunter Hund. Wir sind nur von N24, jetzt rede ich gerade Hitler-Dokus.